Welcome to the program von What's Dit. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Miriam hat das letzte paar Wochen so viel erlebt, aber nicht wie so groß als das, was sie groß erlebt hatte. Sie wäre eingeklemmt gewesen zwischen dem Meer und den großen Bäumen, in einem Tal, wo es nicht einen Hahnentrick gibt. Fähre wie das Meer in Hänge kommen, der große Scheinig mit all seinen Schichtsvolk, mit all den Piet in Borges, mit all den Borges, Schichtborges, mit all den Soldaten, in Klammern an einen wollen an Dönt-Morke. Alle wäre vertwiefelt gewesen, und dann hat Gott ein großes Wunder durch Mose gedohnt. Mose hat seinen Stock über das Meer geholt, und das Meer hat sich geduld, und da wie ein Dreher war ich, ganz durch das Meer hindurch, bat an der anderen Kant. Als sie an der anderen Kant angekommen wäre, haben sie zurückgecheckt, wenn sie große Drüsen gegeben haben, dann wird das Meer war der Typ geschält, und der große Scheinig mit all seinen Soldaten folgt, mit all den Pied in Burgess, alles wie ungeschält gewesen. Bloß sei mit ihrer Familie, mit ihrer Freundschaft, mit ihrer Darb, mit der ganzen Volk, mit was sie Typ gereist wären, wären sehr an der anderen Kant. Für Stunden haben sie Gott gelobt und gedanzt und gefreut sich und nie Leute gesungen. In Miriam Moses, seine Schwester, wo Kreuze heute sei, hat an einige Leute in ein nie Leute Gott loben und zu preisen. Dort war wirklich ein besonderer Tag gewesen. Miriam dachte sich, so ein Tag wird sie niemals in ihr ganzes Leben vergessen. Ihre Beine deuten ihr Weib von Hupsen und Springen und Rahnen. Ihr Holz deut ihr Weib von Singen und Loven. Aber hat sich alles sehr gut gelohnt. So viel Freude hat sie noch niemals auf einer Stadt gesehen. Sie konnte sich nicht denken, dass sie gesehen hat, dass ihr Vater, Misraim und ihre Mama sich so gefreut haben. Sie haben gelacht und mitgedanzt, das ganze Volk, wie voller Freude gewesen. Miriam will sich sagen, diese Freude wird wiedergehen. Aber sie will sich sagen, wo immer nur kommen wird, sie würden alles kennen. Wenn es keiner wissen, wer es steht, wohin. Moses hat gesagt, Gott will ihr ein Niederland geben, wo sie alles haben, was sie sich denken können. Genug zu essen, große Fläche. In Wirklichkeit können sie sich das nicht mal wirklich verstehen, aber es muss auch mal was Besonderes sein, wenn Gott ihr ein Dorf und Hand führen. Oh, sie können meist nicht aufhören, durch Hand zu kommen. Wunder, wie lange das gehen wird, wie lange das Reise noch sein wird. Miriam schleibt ein und dacht von Schreinet, groß, von frischet Wutter. Sie dacht an all das Feine, was noch kommen wird. Gott hat ihr Gerät mit dem Blut, ohne der passt. Gott hat ihr Gerät hier von dem Scheinig in seinen großen Herzeldoten. Mit Gott wie nichts allmählich. Dort wurden scheine Tiet sein, und so schleibt sie an, daran denkend, was von scheinet Lohn dort geben wird. La 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 la
Miriam, Miriam, stu ab. Miriam. Miriam weigt ab. Mama, raubt er doch. Miriam, stu schwinn ab. Er nimmt das Baby, ja, dann kann ich zu Ende Freistich rein morgen. Rande bitte die Waschen, du hast noch ein Bett, wo da bieten eine Krück, sagt Mama. Miriam ruppelt sich ab und jink rührt sich das Gesicht waschen, in der Hängwaschen. Da bitte wo da sporen, sagt Mama. Willst du erst nicht mehr fehl? Miriam kommt wahrer Tränen. Mama, warum noch mich nicht Wutter vom Meer mit? Du hast ja ein ganzes Meer voll Wutter. Miriam, hast du für jeden dort Wutter im Meer ersollt ich? Wie können doch euch trinken? Ah jo, daran hat Miriam nicht gedacht. Sie nahm Schwindbaby dort mit Mama könnte ein Frühstück reinmorgen. In wäscht Baby sein Gesicht mit dem Kader und seht, wo ist Papa? Papa, der schwindet feiern die Kosen mit Föder geben. Weil's noch wie heute wird Föder mit verernt. Ah ja. Blieb ich hier, Mama? No, ich bleib nicht, seht Mama. Der Alte ist da schon im Darb, seht, wir wollen für nur wieder tragen. Wo han, Mama? Wo trag wir han? Ich weiß doch nicht, aber wir wollen einfach hängen und machen, das scheint an der Utwach. Ach, Mama, ich freu mich, als du das nie lohnt. Wollt ihr doch nicht schein gehen in den Garten morgen? Na jo, sagt Mama, ich glaube jo, aber ich würde mich ewig freuen, wenn wir diese Reise ich mal hängen ans haben. Das ist mir ein bisschen schwierig. Ach, sagt Miriam, mir ist das nicht schwierig. So aus Gott uns Jesus haben, dann weißt du das noch? Jo, jo, sagt Mama, ich weit. Nur spür die mal, Miriam, wir wollen abpacken. Wir wollen nicht das Letzte sein. Nee, Miriam will ab China war ich dort Letzte sein. So sei hält Baby um einen Arm und fängt am anderen Arm die Sachen tapturan, was sie für die Nacht gebrückt haben. Papa kommt dann, hat sich auch gewaschen und sieht, dort wurde jetzt ein bisschen nee, wir machen ein bisschen Spuren. Jo, sagt Mama, ich sag dort auch all. Sie packten ab, sie rollten ihre Dachten ab, sie rollten das Zelt ab, die Stärker werden an der Rollbahn und sie bungen dort alle ab im Esel fest. Misraim, rübt ein Nuba. Komm schwind, dort jeff noch ne Meeting mit der Ältesten im Dorf, chämst? Jo, komm, sag ich Misraim. Ich mag nicht einfach mit warten. Ich wollte kurz zurückkommen, ja? Oh, aber warten, ich mir am nicht schein. Sei wohl auch mal los. Mom, kann ich checken gehen, als Zürich oder Wacker aus? Oder als sie bereit sind? Jo, go checken. Dann mit Rand Miriam Rüten funkt Zürich nach den Unermialen vom Dorf. Sie sollten Töpfen überleben, wo sie das erste spielen würden, wenn sie im neuen Land reingekommen wären. Ich wundere, wo lange diese Reise dauern wird, sag ich Miriam. Ich kann nicht allmählich nicht mehr aufwarten. Zürich sieht, oh Papa sieht, dort weg ich so sehr weit auf. Hast du nicht Menschen wohnen in dort Land? Seht ihr unten nur bei Schmial. Daran hat nach China gedacht. Damit wird ein stützter Stahl. Horch, Mamas Raupen, wollen trägen die Hüsse ran. Miriam ran sie schwinden aus sie können. Damit wie Papa Onkel in der Dierbahn. Damit fängt Mama furz an, Lust zu reden. Misraim, ich habe gehört, als du wach wirst, dass dort ein Charter war hier, in dem Land, wo wir hängen sollen. Warum sind wir nicht durchgegangen? Warum hat uns Gott in diese Wildnis hineingelegt? Und durch das Meer? Na ja, sagt Misraim, wird das nicht sein, damit wir arm sein können im Meer? Jobei hat seine Angst übergestohlen. Wollt ihr uns auch wiederführen? Na, wir müssen einfach vertrauen, sagt Misraim. Was sehen die Männer im Darb, sagt Miriam. Dort ist ewig nicht für kleine Ohren bestimmt, sagt Misraim. Aber die Ältesten sehen, wir sollen wieder treten. Moses hat gesagt, wir wollen eine Wildnisschur treten, aus ganzem Volk, in der Dach reisen. Eine Wildnisschur, sagt Mama, du hast ja rein nicht. Wo soll wie du ewig leben? Wo soll wie tun? Aber früh horchemol, sagt Misraim, dort wird alles worden. Hat Gott nicht den Ritter in die Burges im Meer hineingeschmitten? Komm, weil er muss sich zu eng abpacken. Die Tiet für jet. Wir wollen nicht hängerste sein von uns darb. Weil er muss sich sein. Und damit fangen sie schwind an, los zu arbeiten und stahlen sich reit, um eine Wildnis nantreiten, wo sie nicht wissen, wo es durchgeben wird. Komm, go mit mir nur dort los. Komm, go mit mir nur dort los. Komm, go mit mir nur dort los, wo heimlich groß. Komm, go mit mir nur dort los, wo Hanne ich komm.
Miriam versucht nicht an Wouter zu denken. Miriam versucht an nichts zu denken. Noch nie nicht in ihr ganzes Leben hat er so grüßlich sehr gedacht. Noch nie nicht hat sie sich so schwach gefühlt. Baby konnte nicht mal mehr hören. Die wird bloß still und meist deutlich in Mama ihre Arms. Mama schickt gleich nicht fern, sie sieht nichts mehr. Irgendwann werden sie eingeworden, dass all das Jummerieren halb nichts. Davon kommt kein Wouter für die. Ihre Ladasch, ihre Krücken, alles wehladig, nicht ein Drepp Wouter weh mehr durch. Aus seinen alten Engwieren haben die Nubasch noch was gehört. Sie haben sich untereinander ausgehalten, bot er nicht ein Drepp Wouter weh in der ganze Darb, in der ganze Volk, bloß nur nicht. Miriam dacht an dort mehr, was sie hinter sich geluten haben, was habt sowieso nicht, wenn es dort Wouter weh gesaltig gewasst. Menschen von und zu brummeln und zu jammerieren. Was Moses mit ihren Wörtlichen dieser Wildnis will? Zu was sie wir nicht überhebst nennen, wenn sie gedacht so in aller Sturben und darst? Was wedet für ein Gott, was sie in Volk wird so verdarschten luten, in so toch luten? Die Menschen von uns zu sein, was sie dachten. Misraim wie still. Mama wie still. Miriam versucht still zu sein, und sie können so bald nicht mehr reden. Ihr Holz wie dreh in Wund. Sie hat am meisten vergeten, wo sie mit ihrem Holz Gott geluft und gepresst haben, nur dort Wunder beim Meer. Wo wir Gott nu? Warum leidet die Ernst so toch? Sie konnte bloß nicht futen. Sie hatten noch so eine feine, große Träume und Gedanken gehabt, ich war dort nie gelohnt. Und nu, wären sie in der Wildnis vernischt? Das war all der dritte Tag, wo sie kein Wunder hatten. Ab einmal gab es doch fern in ihr Leben. Menschen fangen an zu rauben. So mit ihren drei Hosen, so gut als sie können. Da werden es Wouter sein, sie. Wouter! Wouter! Miriam fängt an abzuleben, Misraim fängt an abzuleben, Mama schickt für Villa dran. So fangen sie alle an, die Fähren zu drängen. Hier werden es Wouter sein, sie. Dort gehen sie voll direkt in die Fähren. Jeder eine will das erste in den Wouter kommen. Misraim ruft, nimm Baby erst, dort Baby das erste drängt. Aber er hat es noch mal groß gesagt, als die Menschen abstanden und anfangen, ihre Füße zu heben gegen den Himmel. Sie fangen an zu rauben und zu sein. Mose, das Wouter ist schlecht. Mose, was hast du getan, uns hier in der Wildnis zu führen? Wo ist Gott nu? Boah, das Wouter wie schlecht? Miriam konnte meist nicht leben. Groß haben sie sich noch so gefreut. Und nu wie das Wouter schlecht? Miriam weiß mit dem Finger. Moses, wir haben Stein abgeklottert. Ein Stein wurde ganz dicht am Wouter weh. Er hat ein großes Beet Holz in der Hand und schmeißt dort am Wouter nähen. Miriam konnte nicht mehr aufwachen. Sie rannt auf dem Wouter so schwind aus sie kann. Sie schneidet sich durch und schabt dort Wouter mit ihren Hängen und bracht dort nur ihre drei verplotzte Lappen, wird also ihren Wouter wollen sperren. Und dort Wouter wie schein. Dort Wouter wie schein. Wunder, ob es wirklich schlecht wie? Jo, sie wisst, dass es schlecht. Aber nun wird es scheinend Wouter, wenn es Moses hat einen Stock in den geschmeten. Sch, hör ich, Moses war rot sein. Und so hielten sie auch Moses mit lüde Stimmen sein. Horcht her, Israel, der Herr sagt, wenn jene dem Herrn jün Gott kreit horchen wollen, in dort dennen wollen, was er von jün verlangt, in jün bemähen wollen, dort zu holen, was er jün versagt, dann wollen die Krankheiten, die euch Eva der Ägypter braucht, nicht ab Jünd kommen. Eid sie die Haar, eid sie die, der Jünd gesund macht. Miriam und ihre Familie in der ganzen Volk lagen dort beim Wouter. In nur dem kämen sein nur Elam. Dort werden 12 Wouter in 70 Palmbäumen. Jo, 70. Wenn's Miriam und Sush haben die alle geteilt. Sitz mo, sind Misraim zu seiner Früh. Gott wird für uns alle sorgen. Mit Arm ist wörtlich nüscht und männlich. Dankeschön, dass du wieder eingeschaltet hast zu dem Programm von What's That? Nächstes Mal werden wir mal sein, als Miriam in ihrer ganzen Familie bei der Nähe lohnt. Aber nächstes Mal von sich Linde Tiefs.